So Freunde, euer Simon hier. Es ist Freitag, wir haben Thema Wissen und Lifestyle und heute endlich mal wieder ein richtiges Wissensthema, ein richtig echtes Wissensthema, eigentlich mit so dem Grundthema, das uns gerade alle angeht, und zwar der Fettverbrennung. Ich möchte heute ein sehr komplexes Thema möglichst leicht versuchen darzustellen. Ich habe mir jetzt keine großen Notizen gemacht, aber ich glaube, dann kriege ich es besser hin, das möglichst mit einfachen Worten zu erklären, sodass es jeder versteht. Wenn euch das Thema, es ist so komplex, wenn euch das Thema tiefer interessiert, ich kann es nur empfehlen, euch da noch stärker mit den ganzen Stoffwechselvorgängen mal zu beschäftigen, mal ein bisschen zu googeln, mal ein bisschen zu recherchieren. Ich finde, es ist eines der spannendsten Themen überhaupt, wenn man so weiß, wie der Körper funktioniert, wo er die Energie herbekommt. Dann merkt man erst, wie komplex der Körper ist. Deswegen guckt da unbedingt mal nach. Ich versuche es aber heute für alle verständlich zu machen, weil das so ein Grundbaustein ist, den ihr verstehen müsst, wenn es dann später um gewisse Meal-Timing-Strategien geht, wenn es um das richtige Training geht, zum Schluss der Diät ganz besonders. Und es hat eben ganz viel mit unserer 4-Wochen-Challenge zu tun. Ich freue mich riesig, dass so viele mitmachen. Ich finde es ganz fantastisch und ich bin schon ganz gespannt auf eure Bilder und ich freue mich riesig, euch bei den World Fitness Days zu sehen. Da werde ich sein, nicht nur der Gewinner. Ich würde mir wünschen, dass ganz viele dazu kommen. Ich werde euch noch genau Bescheid sagen, wo ich dann da bin und so weiter. Am 22. Juli in Frankfurt in der Commerzbank Arena. Ich lade euch, wie gesagt, da herzlich ein. Ich freue mich riesig, euch alle da zu treffen. Das vielleicht ganz kurz vorab. Und jetzt kommen wir zum Thema Fettverbrennung, weil wir ja gerade mittendrin sind. Und vielleicht fangen wir einfach mal mit einem Beispiel an. Wie kann es sein, oder das kennt ihr alle, dass jetzt startet sozusagen ein sehr dicker Mann, stellt euch vor, ein sehr, sehr dicker Mann mit einem sehr, sehr dicken Bauch, so ein richtig schöne, so ein Bierbauch, so ein fester Bauch, startet mit einer Diät, mit einer richtigen Diät, und das ist nämlich die erste Grundvoraussetzung. Fettabbau funktioniert nur mit einem Kaloriendefizit auf Dauer, und der Mann startet jetzt, macht alles richtig, hat ein Kaloriendefizit eingebaut, macht Sport, deckt seinen Eiweißbedarf und nimmt am Anfang wirklich sehr schnell Fett ab, und das da, wo er es eigentlich haben will, in der Körpermitte. Dann gibt es wiederum die Leute, die fangen dann irgendwo so bei 18-19% Körperfett an, wollen so ein bisschen in Form kommen, machen auch alles richtig und nehmen auch so am ganzen Körper schön das Subkutane, also das schön das Unterfetthaut, das schmilzt so überall schön gleichmäßig noch und denken auch, hey cool, so schwer ist das doch gar nicht, ist es meistens auch nicht, ein bisschen Disziplin und es funktioniert auch. Und dann, und da bin ich jetzt gerade und vielleicht viele von euch auch, und ich werde gleich dazu kommen, was man dann tun kann. Also das ist ganz wichtig. Das ist nicht nur ein Wissensvideo, sondern wirklich auch ein praktisches Video, was man dagegen tun kann. Und zwar wogegen? Gegen das Problem, dass es dann so dieses hartnäckige Fett gibt. Das hartnäckige, die Stellen, die einfach, wo man dann wirklich das Defizit noch mehr runterschraubt, wo man denkt, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin obenrum schon völlig definiert und an dem Bauch und an den Seiten und bei den Frauen oftmals an den Oberschenkelseiten, am Hintern. Was ist da los? Was ist das für ein Fett? Warum geht das nicht weg? Warum verschwindet das nicht? Bei mir ist es immer ganz witzig, ganz kurz, in einem Tanktop sagen alle, warum machst du eine Diät? Du bist doch total definiert. Und dann zeige ich einfach meine kleine Wampe und dann sagen sie, deswegen. Genau, deswegen ist es. Ich habe wirklich das Problem, dieses hartnäckige Fett. Was ist das jetzt? Warum? Warum der erste so schnell, der zweite mittelschnell und der dritte so langsam? Vielleicht ganz kurz. Wir haben unterschiedliche Fette in unserem Körper. Wirklich ganz einfach gesprochen. Wir haben zum einen Fette, die wir auf gar keinen Fall abnehmen wollen. Das sind zum Beispiel in unserem Gehirn sind Fette, an Organen sind Fette. Wie gesagt, unsere Nervenleitungen funktionieren nur mit Fett. Deswegen, es gibt Fette, die wollen wir nicht verlieren, um Gottes Willen. Dann gibt es so das gefährliche, viszerale Fett. Das Fett eben unter den Bauchmuskeln, das Fett um eure Organe, das gefährliche Fett. Das ist der Mann mit dem Bierbauch, der obenrum gar nicht so schwabbelig ist, sondern diesen großen Bauch hat. Der verliert schnell das Fett. Das viszerale Fett wird Gott sei Dank sehr schnell freigegeben. Wie gesagt, ich spreche heute in recht einfachen, in recht plakativen Worten, damit ihr es wirklich alle versteht. Es wird recht schnell sozusagen zur Energiegewinnung im Kaloriendefizit freigegeben, was auch sehr, sehr gut ist. Das ist sehr gut, weil das ist eigentlich das gefährliche Körperfett, von dem sollte sich der Körper recht schnell trennen. Dann haben wir dieses mittlere, dann sagt ihr, seid ein bisschen dick, ihr habt ein bisschen das subkutane Fett, also das Unterhautfett.
auch, wenn man da so ein bisschen zu viel hat und dann, wie gesagt, auch alles richtig macht und sehr, sehr intensiv trainiert und dann schwindet das auch recht gleichmäßig. Aber, wie gesagt, das hartnäckige Fett ist auch subkutanes Fett. Das ist ja nichts anderes. Es ist einfach nur an anderen Stellen. Wie kann das sein? Ist das anders? Und es ist tatsächlich etwas anders. Forscher haben herausgefunden, dass einige Fettzellen an einigen Stellen, eben an den hartnäckigen Stellen, etwas anders sind als andere. Und zwar ist die Rezeptorverteilung, ich komme ganz kurz dazu, was es damit auf sich hat, ist die Rezeptorverteilung auf den hartnäckigen Fettzellen anders als bei anderen. Warum? Warum sage ich euch das? Das ist ganz wichtig. Auch wenn das jetzt vielleicht recht tief scheinen mag, ist das eigentlich recht simpel. Stellt euch vor, wir haben müsst euch einfach mal merken, Alpha-2-Rezeptoren und Beta-2-Rezeptoren. Wir haben auf den hartnäckigen Fettzellen, ich glaube, bis auf das Neunfache der Zahl der Alpha-2-Rezeptoren als auf anderen Fettzellen. Alpha-2-Rezeptoren und B-Rezeptoren, Beta-2-Rezeptoren haben wir auch. Diese zwei Fettzellen müsst ihr euch jetzt vorstellen. Die eine mit ganz viel mit ganz viel Alpha-2-Rezeptoren und Beta-2-Rezeptoren und die eine mit weniger Alpha-2-Rezeptoren und auch Beta-2-Rezeptoren. So, und jetzt gehen wir mal einfach mal etwas praktischer. Wie wird Fett verbrannt? Jemand geht ins Training, trainiert sehr, sehr hart, sehr intensiv, was richtig ist. Und der Körper synthetisiert und es kommt einfach zu einem Ausstoß an Noradrenalin, Adrenalin, also Katecholamine, Stresshormone. Und diese docken jetzt an diesen Rezeptoren an. Und an beiden Rezeptoren können diese andocken. Und bei den hartnäckigen Fettzellen docken sie eben mit einer größeren Wahrscheinlichkeit, weil es einfach viel, viel, viel mehr Alpha-2-Rezeptoren gibt, docken zu einer größeren Wahrscheinlichkeit an diesen Alpha-2-Rezeptoren an und führen einfach dazu, dass ein gewisses anderes Hormon, das CAMP, gemindert wird. Und bei den nicht so hartnäckigen Fettzellen docken die Katecholamine eher an den Beta-2-Rezeptoren an. Und wenn sie da andocken, dann wird das CAMP ja beschleunigt oder die Aktivität wird erhöht. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Warum? Das CAMP ist ganz wichtig für die hormonsensitive Lipase. Das ist das Enzym, das die Fette, so wie wir sie im Körper gespeichert haben, also als Triglyceride, das kann der Körper noch nicht verwenden. Die Lipase oder die hormonsensitive Lipase zerschneidet das und macht es erst möglich, dass diese Fettsäuren, die wir eben brauchen für die Energiebereitstellung, dass diese ins Blut gelangen. So, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir haben hier die Fettzellen, hier dockt es an die Alpha-2-Rezeptoren und verlangsamt einfach diesen ganzen Prozess, verlangsamt den Prozess der Fettbereitstellung, verlangsamt einfach insgesamt und bei den einfacheren Zellen beschleunigt das Ganze. Und warum erzähle ich euch das jetzt eigentlich alles? Warum? Weil wir praktisch sehr schön damit arbeiten können. Wir können praktisch damit arbeiten, sollten aber eben unterschiedlich arbeiten. Wie gesagt, wenn euch das Thema noch tiefer interessiert, wir könnten noch tiefer einsteigen. Aber das sollte es erstmal gewesen sein zu der Theorie. Wichtig ist, was können wir damit machen? Warum? Warum sollte jetzt jemand, der schon sehr, sehr wenig Körperfett hat, etwas anders trainieren, als der noch etwas mehr Körperfett hat? Der etwas mehr Körperfett hat, sollte sehr, sehr intensiv trainieren. Das ist ganz wichtig, weil er dann eben mehr Katecholamine produziert. Bei ihm ist es aber auch noch nicht ganz so wichtig, wirklich auf Mealtiming, auf Fasten und so weiter zu achten. Derjenige, der eben dann nur noch dieses hartnäckige Fett hat, der muss jetzt langsam, weil es hört sich immer sehr, sehr schwierig an, weil das ist ein Prozess, wo man denkt, ja, da kann ich ja nichts gegen tun. Man kann wirklich da so ein bisschen was gegen tun. Und zwar gibt es so ein paar, ich will einfach mal direkt mit ein paar praktischen Beispielen starten. Man kann eben diesen Prozess etwas aufhalten. Und zwar kann man insgesamt dafür sorgen, dass der Insulinausstoß sehr niedrig bleibt. Deswegen fahren wir auch meistens mit einer Low-Carb-Ernährung oder mit Fastenperioden wesentlich besser zum Schluss. Das ist ganz, ganz wichtig. Zum Schluss fahren wir damit besser. Warum? Weil eben diese sehr, sehr niedrigen Insulin
vielleicht ganz kurz, Insulin, ein hoher Insulinspiegel drosselt eben auch die CAMP-Aktivität. Deswegen sollten wir da unbedingt drauf achten. Wir sollten auch darauf achten, eben den Katecholaminausstoß recht hoch zu halten. Das schaffen wir eben mit intensivstem Training, mit sehr, sehr intensivem Training, mit Fastenperioden. Deswegen wisst ihr auch, dass ich sehr gerne faste oder auch mal gefastet in ein Training gehe. Oder, da werden wir auch noch zukommen, zum Schluss gefastet in ein Cardio. Ein gefastetes Cardio ist in diesem Fall tatsächlich sehr, sehr sinnvoll, um diese letzten hartnäckigen Fettreserven eben, ja, zur Energiebereitstellung wirklich nutzbar zu machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Was viele auch machen können, ist, wir können auf Rezeptorebene, oder manche machen das, da ein bisschen eingreifen. Und zwar bei den Beta-2-Rezeptoren, Agonisten oder Alpha-2-Antagonisten. Da gibt es dann Yohimbin und auch mit Ephedrin und so weiter arbeiten. Aber dafür würde ich euch, oder Clenbuterol, glaube ich, Ephedrin, führt eher dazu, dass Noradrenalin und lasst das Ganze sein. Ich will das wirklich nicht, es ist gefährlich, es hat Nebenwirkungen und das nicht umsonst. Und da würde ich nicht eingreifen. Ihr könnt aber wirklich eben mit einer sehr, sehr, sehr niedrigen, mit einer niedrigen Insulinausschüttung auch dafür sorgen, dass eure Alpha-2-Rezeptoren etwas geblockt werden, etwas gehemmt werden. Und das ist auf jeden Fall die natürlichere Variante. Und wie gesagt, all diese Themen, das erstmal so als Grundlagenvideo, um das Ganze zu verstehen. Es gibt unterschiedliche, so als Fazit, es gibt unterschiedliches Fett und es wird unterschiedlich abgebaut. Und da seid ihr nicht die Einzigen, die einfach so das lästige, das letzte hartnäckige Körperfett am Körper haben. Wir können aber, wie gesagt, etwas dagegen tun und das ist, wie gesagt, Low Carb, wirklich Low Carb. Wir können fasten, ihr müsst sehr, sehr intensiv trainieren und wie gesagt, ihr müsst ein starkes Kaloriendefizit fahren und dann überwindet ihr auch sozusagen die letzten hartnäckigen Fettreserven. Und wie gesagt, darauf werden wir noch aufbauen. Das ist so der erste Teil und dafür bleibt dabei, schaut weiter vorbei, schaut bei Instagram, Facebook vorbei, abonniert den Channel und ja, die besten Supplements, Body AP Nutrition. Bis dahin, euer Simon.